Einen wunderschönen guten Mittag. Und zwar fahre ich gerade Probe die Ducati Multistrada V4, weil ich für mich ein neues Moped dieses Jahr suche und ich bin echt schwer am Überlegen, ob ich den Umstieg von Naked Bike auf Tourenbike mache. Und wenn ich das Ding hier sehe und auch fahre, fällt es einem schon sehr schwer, nicht zu wechseln. Mega geil, was mir gerade aufgefallen ist, echt spannend im Verhältnis zu BMW. Wenn man hier schaltet, bleibt der Tempomat aktiv. Und ja, hat sogar einen Abstandstempomat, dementsprechend echt komfortabel zu fahren. Und ja, muss aber schon sagen, habe mir echt angewöhnt eigentlich, dass wenn ich kuppel, dass dann quasi sich der Tempomat auflöst, wenn man bewusst bremsen muss. Ist das was anderes, aber hey, damit kann man auf jeden Fall leben. Der Sound ist okay im Verhältnis zu einer Straßenmaschine. Ja, irgendwas fehlt schon, ist schon ziemlich geil. Aber anders, das Ding schiebt, unfassbar, wie krass das Ding schiebt. Und ja, ich muss wirklich sagen, scheiße, verdammt, das ist ein Schmuckstück. Sie ist voll geil, du sitzt wie Gott. Im Sportmodus ist sie eigentlich, kann man sagen, bretthart und wunderbar zu fahren. Sie fällt in die Kurve, lässt keine Winde offen auf jeden Fall. Ansonsten, wieso überlege ich ja überhaupt zu wechseln? Sagen wir so, wir fahren mit einem S1000R aktuell Touren durch die ganzen Pyrenäen, 5 Wochen, Kroatien, Italien, alles einfach die ganze Zeit. Und ich muss ehrlich sagen, diese Packtaschen und ein Tankrucksack, so, es ist einfach nicht ganz so komfortabel. Ich will einfach feste Taschen, ich will es gemütlich, ich will einfach ein bisschen mehr Komfort wahrscheinlich bei dieser Langstrecke, aber trotzdem nicht auf sportliche Züge verzichten. Und eine GS, irgendwie flasht sie mich nicht. Eine 1250er bin ich noch nicht gefahren, die 850er bin ich gefahren. Die ist irgendwie zu soft, zu wenig sportlich für mich. Und ja, bleibt quasi die Suche nach Alternativen. Deshalb dieses Jahr ein paar Naked Bikes auf der Liste, Probe zu fahren. Und ja, eigentlich hat es mir dieses Baby aber wirklich sehr angetan. Was habe ich so gehört? Es ist kompliziert, die Sitzheizung einzustellen. Nee, echt nicht. Man drückt den einen Knopf rechts, man bestätigt links. Nicht kompliziert. Soweit Menüführung. Automatische Suspension. Soweit links oben dieses Hauptmenü. Man hat hier einen Joystick zum Durchnavigieren. Links, rechts festdrücken oder links drücken. Bestätigung. Genau, und wenn man hier quasi links oben eine Einstellung vornimmt, wie zum Beispiel die Sitzheizung, sieht man auch links diesen kleinen Pfeil, der deutet darauf hin, dass man mit links quasi die Bestätigung durchführt. Dementsprechend, man stellt das ein und bestätigt dann mit links. Ich bin kein Fan von Sitzheizung, deshalb einfach aus damit. Aber ja, genau, dieser Smartphone-Halter bzw. diese Ladestation quasi, wo man hier einfach sein Smartphone reinhängen kann und wenn es induktives Laden unterstützt, wird es automatisch geladen und sonst hat man USB-Port dort. Verrückt. Ziemlich geil, ziemlich perfekt. Kennt jeder. Strom und dann auch noch die Lagerung gleich an einer Stelle. Optimal. Genau, keyless go. Schlüssel eingesteckt, alles funktioniert out of the box. Ja, sagen wir so, sportliche Optik, ich würde schon sagen, auf jeden Fall. Also ich finde, es sieht irgendwie einfach dynamischer aus als eine BMW 1250 GS. Genau, was ich ein ziemlich geiles Gimmick finde, ist, die Kennzeichenhalterung ist auf der Seite. Genau, normalerweise stört mich diese Schnauze und Nase hinten raus immer. Komischerweise bei dem Moped kann ich voll damit leben. Genau. Ob man Stutzbügel braucht, keine Ahnung, ich würde es geil finden, weil ich schon ein bisschen davon träume, Enduro zu fahren. Ansonsten würde ich sagen, visuell braucht sie es auf keinen Fall. Genau, Tagverlicht haben wir auch gesehen. Ja, ich bin ein Fan von
lieber alles Licht an. Am Moped kann es nicht schaden. Es gibt ja auch noch mit Zusatzscheinwerfer. Schon ein bisschen im Konfigurator gespielt. Auf den Fußrasten sitzt man, oder ja, ist aber glaube ich allgemein Enduro-Style, aber man steht hervorragend und man sitzt hervorragend. Just dreaming, würde ich sagen. Und Bella, Ducati und ich und wir nach Sizilien. Ich finde, geiler kann man nicht nach Sizilien kommen. Ja, ich würde sagen, genau, für technische Details sagen ein anderes Video checken. Aber so, jetzt sagen hinten drauf Seitentaschen. Genau, Seitentaschen angeblich bis 200 km/h absolut windstabil auf diesem Moped. Weil hier, genau, durch Gumminoppen entkoppelt und besonders darauf Wert gelegt, dass das ganze Moped auch bei hoher Geschwindigkeit noch stabil bleibt. Ja, es scheint irgendwie, als ob ein neues Zeitalter angetreten wäre. Enduro, Sporttourer, was auch immer. Zeiten. Fühlt sich gut an. Genau, was ich mir auch lange überlegt habe, eine S1000 XR bezüglich des Komforts. Aber ich finde von vorne auch der große Kühler, er sieht einfach ungeil aus. Und was man hier hat? Genau, wenn man da so von vorne drauf schaut, es sieht einfach geil aus. Hier unten der etwas kleinere Kühler und trotzdem ja einfach brutale sportliche Optik von vorn. Das Rot, traumhaft. Ja, noch Koffer drauf für den Komfort. Sieht aber auch ohne Koffer geil aus. Angeblich die Koffer kann man so schnell montieren und wieder abmontieren. Oh yes, eigentlich die Frage, soll ich noch eine andere Probe fahren überhaupt? Geil. Sagen wir so, jemand hätte mir vorher einfach sagen sollen, dass man mit dem Ding 270 fahren kann. Und es ist einfach so wie am Sofa sitzen. Das Windschild macht einen großartigen Job. Du denkst gar nicht, dass du überhaupt fährst. Und der Tacho sagt einfach 270 an und du denkst, yep, gemütlich, echt. Verdammt nochmal. Incredible, unbelievable. By the way, genau, auch runterschalten löst den Tempomat nicht auf. Ich finde, genau, ich habe es eh schon gesagt, ich finde es doof. Nur bremsen, genau. Weder kuppeln noch runterschalten, nur bremsen. Ansonsten. Ja, für mich ist sie ein bisschen zu hoch. Ich bin 1,78. Ich würde sagen, ich brauche auf jeden Fall 2 cm Sitzbank. Verniedrigung, falls es dieses Wort gibt. Ja. Aber ansonsten, klare Kaufempfehlung. Wahrscheinlich auch klare Kaufentscheidung. Jetzt müssen wir nur schauen, was ist das alte Baby wert. Und wann kommt das neue Baby und kann man damit hoffentlich nach Sizilien fahren? Aktueller Stand Italien dicht zu Ostern wegen diesen ganzen Corona. Wegen dieser ganzen Corona-Thematik. Aber ja, geile Entscheidung gewesen, heute die Probefahrt zu machen. Gestern das Ding angeschaut. Shit, zufällig passt auch einfach der Helm grandios gut. Den ich letztes Jahr gekauft habe. Dementsprechend Farbgebung. Das ist ein Zeichen einfach. Man kann es nicht einfach übersehen. Wenn man das so anschaut. Auch wenn ich sie eigentlich lieber in Grau haben würde wahrscheinlich. Aber eigentlich, naja, mein aktuelles Moped ist schon rot. Eigentlich, wenn man so sieht, rot-weiß, rot-weiß. Fällt einem die Entscheidung für eine graue schon ein bisschen schwerer. Geil. Jetzt zurückbringen. Das wunderschöne Schmuckstück.